Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK. In der letzten Folge haben wir Verluste gemacht. So, jetzt habe ich es Verluste gemacht. Wir haben sämtliche Dinos verloren, die kleiner waren als die Gorgos, haben aber zwei neue Kumpels dazu gewonnen. Und den hier will ich jetzt auch mal kurz benutzen, um hier ein bisschen abzugrasen. Denn wir brauchen Narkotikgedöns. So. Und die, die Büsche nicht, aber die Pilze geben so viel Narkotik. Das ist unglaublich. So. Reicht. So, dann einmal so viel Narkotik wie geht, bitte. Müsste einiges sein. Ja, 52 ist okay. Trank Arrows, so viele wie gehen. Schalten wir um. Chill, Junge, chill. Da sieht man noch richtig, ich glaube, das war so die Übergangszeit von richtig unhochwertigen Models zu schon ein bisschen was Besseres. Oh, 26 Level? What? Okay. Er soll nur viel tragen können, mehr muss er nicht können. Aber wir nehmen das mal rüber. Der Rest ist okay, I guess. Ein paar Beeren können wir mal mitnehmen. Ah, das kommt hier rein. Der kleine Naimono kommt auf jeden Fall mit uns mit. Ja, bist ganz süß. Du bist der. Nee, doch, du bist der Gorgo, den ich benutze. So. Ich weiß noch nicht, was wir diese Folge genau machen werden. Mein Plan ist aber, ein bisschen rumzulaufen. Gucken, ob wir Drops finden. Gucken, ob irgendwas sinnvolles Fleischfressendes zum Zähmen finden. Und, das ist der Plan. Dafür nehmen wir unseren Zähmhelfer natürlich mit. Unsere weibliche Gorgoline passt auf unsere Sachen auf. Wir nehmen hier ein bisschen davon mit. Wir nehmen das Biotoxin mit. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Okay, gut. Dann mein Fleisch. Das darfst du behalten. Vielleicht auch ein bisschen. Gib mir mal ein bisschen zurück. So. Der Gorgo nicht unseren guten Matten frisst. Ah, der hat selber was dabei. Okay. Und du musst noch das Ei nehmen, please. Hier, bitteschön. Auch wenn es nur ein 24er ist, im Zweifelsfalle besser als gar kein Dino. Ich habe kein Metall, ne? Doch, habe ich. Also habe ich nicht, aber habe ich doch. Wood, da. 20 und hier raus. Schmelzen wir mal mein Metall. Dann können wir nämlich den Crossbow noch reparieren. Tranquilizer Darts machen wir noch 20, ja, 30 Stück. Es geht. Ah, kann man wieder nicht pullen, sehr gut. Tranquilizer Darts. So. Passt. Wir brauchen jetzt zum Reparieren 2. Auch okay. Zack, zack. Ach, da ist sogar noch einer drin, super. Reparieren. Sehr gut. 41 haben wir leider nicht. Aber der Rest stimmt. So, dann auf. Ich würde immer noch gerne Ravenger haben. Moment. Hola. 5 Stück. Ja, nice. Dann packen wir dich da hoch. Die Bola kommt dann dahin. So. Sehr schön. Wir rennen mal hier so rechts lang. Der Alpha müsste da aus der Ecke auch verschwunden sein. Da habe ich die... Da um 6 Uhr morgens Dino-Wipe ist. Sollten wir also keine Probleme damit haben. Da sind Kelekens. Dinos. Was ist da? Dinosuchus. Könnte ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Aber die eskalieren da halt so ein bisschen.
Töten wir erstmal die Kehlekens. So. Der Dinosaurus hat Spaß, dann würde ich ihm Spaß doch auch mal gönnen. Wenn ich in Ruhe krabbe, habe ich nichts am Hut. Leggy. Guck mal, Postosaurus-Ei. Da mache ich doch mal mit. Ah, okay, der besiegt sich. Aber ey, besser als nichts. Schön. Was war da hinten? Ah, okay. Kein Alpha, dankeschön. Brauche ich nicht. Brauche ich überhaupt nicht. Und wir hier? Ja, danke. Zieh mich bitte in der Ruhe, ich habe euch nichts getan. Wird auch für dich, Chef Revenger. Dankeschön. Noch ein paar Level wieder bekommen. Ein bisschen Schaden leveln. So. Liebe Leute, ich suche. Nicht dich. Ich suche keine, Kollege. Level? Ach. 18 ist schon nice. Kann man da ein bisschen Honig mitnehmen? Liebstes Gorgudli. Ich schau jetzt einmal rein, was geht da kaputt? Nein, hör auf, hör auf, hör auf! Nicht kaputt machen. Retten darfst du mich schon, danke. Hallo Gorgo? Helfen! Das ist wieder ganz toll, der Gorgo. Hilft mir halt auch. Von rumpimmeln ist mir nicht geholfen, Gorgo. Danke. So. Haben wir ein bisschen Honig. Was willst du denn jetzt noch? Einfach weiter rennen. Die gehen schon irgendwann weg. So. Oh, da hinten ist ein Alpha. Dinosaurus diesmal nur. Könnten wir theoretisch versuchen. Level 12. Hey, machen halt relativ gut Schaden. Ich bin mir nicht sicher, wie gut das dann funktioniert. Oh, die wollte ich eigentlich behalten. Ach, scheiß drauf. Na, wir können uns mal hier so ein Bagger-Dings zählen. Wenn wir gerade schon mal hier sind. Leute, verzischt euch doch. Was wollt ihr denn? Hallo, Level 60er. So, cool. Haben wir ein Männchen? Na, wir gehen. Einer reicht. Ab. Die Frage, wo gehen wir halt noch lang? Bisher jetzt nicht wirklich was gefunden, wo ich sagen könnte, jo, nehme ich. Weder Fleisch noch pflanzenfressend. Jetzt gehen wir halt doch wieder in die Biolumineszenz-Area. Ob ich einen Buff bekomme? Jo, feeling lucky. Ach genau, ich wollte Dings holen. Ach, lass mich in Ruhe. Ich wollte Drops suchen. Shit, da bin ich aber falsch. Und mit Drops kenne ich mich hier überhaupt nicht aus. Wo hier die Dropspots sind. Und dadurch, dass die auch keine Strahlen haben. 24, 84, ja, scheiß drauf.
greifen die an? Jo. Warum greift ihr mich an? Ich bin viel stärker und größer als ihr. Cool aus mit dem Aberration-Döns. Ich weiß, dass viele keine Fans von den Farbvarianten sind. Also von diesen Biom-Varianten. Aber ich finde die eigentlich echt eine nice Addition. Ich fände es ein bisschen cooler, wenn sie mehr Dinos machen würden, neue. Und auch halt einfach mal ein paar Dinos dann von der Map entfernen. Damit man halt nicht immer dieselben sieht. Jetzt unabhängig davon, dass man auch Mods benutzen kann. Aber so an sich, würde ich nichts sagen. Ich finde die echt gut. Ich würde gerne... Da... Irgendwo, wo ist der Ausgang? Ich glaube, hier hoch will ich. Im Ernst? Oh, da ist ein Homoterium. Balddogs. Deine Suche ist Level 6. Okay, nö. Das ist ein Schwert. Aber wie viele von denen hier sind? Ist das Horizons? Arc Horizons. Naja, die sind gerade im Moment not available. Jetzt könnte man mal sagen, Leute, slightly overspawn. Hier weiß ich, es kann einer drunter sein. Ist aber nicht. Und ich weiß, da oben am Ausgang können welche sein. Da sind, glaube ich, 3 Spots. Ansonsten wüsste ich nämlich nichts mehr. Zählt eigentlich sein Schwanz so komisch? Ist er gar nicht so rumpeitscht wie bei den anderen Dinos. Da ist ein Tech. Tech immer gerne. So. Können wir immer gut gebrauchen, die Sachen. Und dann gehen wir mal da oben hoch. Ich liebe es auch einfach, dass man mal nicht mit dem Flieger unterwegs ist. Sondern einfach das, hört sich doof an, das Bodengefühl genießt. Das ist nämlich nicht so selbstverständlich. Weil normalerweise nutzt man halt immer Flieger. Und es hat einfach so einen anderen Vibe, wenn man auf dem Boden unterwegs ist. Man erlebt die Map viel intensiver. Gerade auch, weil ja in Ark nichts im Himmel ist, was einen irgendwie gefährlich werden kann. So. Ist hier kein einziger Drop? Ernsthaft? Uncool. Ich weiß, dass da oben irgendwo noch welche sein können. Ich glaube, da käme ich auch sowieso noch nicht hoch. Ja, sonst hätte ich gesagt, hier sind auf jeden Fall 2, 3 Spots. Da und da auf jeden Fall. Aber... Obviously nicht heute. Ich weiß, dass in der Biolumineszenz-Area in der blauen ein paar Drops sind. Ich würde ja auch gerne einen Pax Cup sehen, oder wie die heißen. Weil ich die voll cool finde. 2 Tech-Doktoren. Hört ihr mal auf, die Tech-Raptoren zu töten? Hat sie kaputt zu machen? So. Zentaurus brauche ich nicht. Paras brauche ich nicht. Dann gehe ich rüber wieder und gehe dann unten zum Biolumineszenz Area. So, jetzt keine Angst mehr vor den Rockdrakes haben. Dann passt das. Da sind alle Monos. Ich würde mal wissen gerne, ob das Level von dem neuen Mono irgendwie abhängig macht, wie viel Food die Viecher verlieren. Ob es einfach egal ist, dass man sich einfach so ein Level 6er zählen kann oder so. Oder ob es halt was ausmachen würde. Wir müssen auf jeden Fall gleich mit dem Moshop sammeln gehen. Wir haben so viel Fleisch. Gestorbenes. Zentaur, das ist ein Erdbeben, das ist eine Krähe, glaube ich, ja. Das ist ein Raptor, der interessiert mich auch einfach gar nicht. Hitchis,
kann man mal gucken wegen High-Level-Pärchen oder so. Aber ist jetzt nicht Prio One. Dann gehen wir runter. Vielleicht finden wir auch noch einen High-Level-Gorgo. Wir sind ein bisschen picky zu zähmen. Wenn man dann halt, wenn die keinen Hunger haben, zu nah dran bleibt, da werden die schon mal ein bisschen salty. Da ist ein Revenger. Sehe aber. Nee, ich sehe es nicht. Hallo, so ein Ceratops-Baby. Oh, ich habe Hunger. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir schon Gorgo. 12, okay. Dann Rockdrake? Was ist da? Da war doch was. Ah, Revenger. Natürlich. Wer hat da denn den Bodycheck gemacht? Keine Ahnung. Da ist wieder so ein schöner Gorgo. Ja, leider auch Level 12, okay. So, dankeschön fürs Sterben. Wir tun uns einfach gegenseitig durch die Recap. Was ist da vorne? Was ist da? Ein Gorgo gegen ein Trako, okay. Da ist ein Gorgo. 60. Ich renne jetzt nicht extra hin, um ihn zu töten, aber... Ich weiß leider nicht mehr, was an Trakos machen. Ich könnte eine Rollratte zähmen. Ich hätte genug Honig. Stirb mal bitte. Dankeschön. Was rennt da? Dillo, Wolla, Bia, er rennt. Das ist okay. Ja, Level 6. Pah. So, Rollratis. Erzählt mal Level. 18 und 48. Dann will ich dann schon den 48er. Oh, das ist ein Suchen-Minus. Oh, da ist noch eine Rollratte. 114. Jesus. Die nehme ich. War verwirrt gerade über die Dings. Die sehen richtig gut aus. Willst du nochmal vielleicht dich eingraben? Ich würde dich sehr gerne zähmen. Please? Komm bitte. Einmal graben. Da ist ein Fasolasuchus. Komm schon. Grab dich ein jetzt. Das ist ein Drypto. Nicht, ist keine Eingrabezeit für dich heute. Da. Pressen? Nö. Doch, oh mein Gott, das... Nein. Scheiße, so viel habe ich nicht. Ja, da wird es mit den anderen halt auch nicht gehen, natürlich nicht. Hören wir darüber damit. Das funktioniert nicht. So, wir haben einen Fasolasuchus. Wäre eine Möglichkeit, ist aber nur Level 30. Und ich kann den nicht von oben runterschießen. Der kriegt hier oben keinen Schaden. Die Suchumimus muss man, glaube ich, mit dem Katapult... die kann man tranken, den kann man tranken. 90. Den Drypto fände ich auch eine coole Sache. Oh, 114. Fände ich auch eine coole Sache. Ich glaube, mit 47 Pfeilen bin ich da nicht gut ausgerüstet. Mehr Leben vielleicht. Schwierig. Echt schwierig. Auch wenn man es nicht denkt. Weil die Frage immer ist, was mache ich? So. Erstmal eine Scheiße loswerden. So. Eigentlich muss ich runter. Ich würde gerne runter, ohne... Da ist auch noch so ein Dillo Vola Venatrix. Die könnte ich mir gut vorstellen. Den Drypto glaube ich halt nicht. Hier mal einfach... Moment. Play Mode. Clap. Clap. Genau deshalb. Kommt nämlich schon der erste.
Ja, stirbt nur schön. Also, die sind beide zu nah aneinander. Ich müsste mich für einen entscheiden und den anderen töten. So. Lass du mich mal hier raus. Okay. Ich frag gar nicht. Ja, das ist ganz gefährlich. Das war nur. Stirb mich, please. Habe ich ihm eigentlich auch einen Bleeding Buff gegeben? Nee, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall sollst du schreien. Im Ernst? Und Schlange. So. Schön vorsichtig hier sein. Ich sehe nämlich nicht viel. Hier gibt es eine Menge böses Geviechere. Da ist ein Mistikäfer. Eine grüne Kristalle oder ein grüner Drop? Ich sehe es nicht. Ah, das ist die Charting Station, okay. Oh, kommst du nicht an mich ran? Armer Garni. Oh. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Oh, es geht immer noch nicht, okay. Stimmt, da war ja was. Dann machen wir die Folge erst zu Ende. Oh, ich guck, was der Gorgo noch alles für Angriffe hat. Das da. Alter, voll die Gorgo-Plage hier unten. Ich glaube, die mache ich dann auch mit Simple Spawner, genau wie die Alpha-Tinger. Die sind auch sehr beliebt, die Alphas, die Karches. Das sind halt so Weltboss-Alphas, die kriegst du halt mal nicht jeden platt. Da fällt ein Gorgo vom Baum. Was ein Avenger, ja, ja. Ganz gefährlich, Jungs, ich weiß. Ganz große Angst vor euch. Wie wär's, wenn du einfach stirbst? Hm? Dankeschön. Da ist ein Iguano. Rockdrake. Level fast 200. Okay. Ein Gorgo. 108, ja. Hier unten möchte ich hin. Wir können uns auch so einzählen, fällt mir gerade mal auf. Wir haben ja Biotoxin. So. Hallo. Welches Level bist du? 30, okay. Das ist nicht das Level, was ich brauche oder suche. Und du schon gar nicht. Du bist nur eine dumme Krabbe. Die auch ziemlich oft vorkommt. Hier ist noch ein Siamo. Gibst du jetzt mal bitte? High-Level-Krabbe. Okay, den Para Xeni vorne würde ich auch gerne haben, ehrlich gesagt. Ist das ein Dinosuchus? Ja, aber leider Level 12. Ist auch gar nicht in unserer Welt gerade irgendwie. Nein, warum greifst du mich denn an? Ich wollte dich zähmen, Mann. Sei kein High-Level jetzt. Okay, das ist vertretbar. Das ist vertretbar. Hallo? Hm? Ah, jetzt. War der Sound bei euch auch gerade weg? Stirb. Dankeschön. Und du auch, please. Dankeschön. Ich möchte hier unten an die Dinger dran, den haben. Und bei der Karkinos, beloved by large insects, also can be used. Very special. Okay, cool. Und die gibt es normalerweise von der Fiddler Crab. So, Level? Nö. Einfach nur Level, nö. Ich bin ziemlich überladen. Ich brauche nicht 5000 Fleisch. Ansonsten, ich brauche nicht das. Ich brauche auch eigentlich das Fischmiet nicht. Ich brauche nicht 600 Fleisch. So. Und sag mal an, was da ist. Ein Baryonyx, sehe ich. Ah, nee, das level technisch jetzt auch nicht das geilste.
Oh, Max Level, ja, wo? Der da? Hm, 174, aber. Ah, ich habe nicht genug Pfeile, scheiße. Will ich mir jetzt natürlich nicht wegtöten, wenn ich wahrscheinlich vergesse. Ich würde gerne darüber. Und dann mal gucken, hier wegen so ein Paracelsio-Ding. Okay. Ja, hi. Hallo, Megalo. Ciao. Geh mal hier lang, komm. Sehr gut. Ein Drypto? Nervviech? Geht ihr mal bitte weg, alle beide? Komm, das war Nummer 1, Nummer 2. Sehr gut. Da ist noch ein Gorgo. Ich meine, den Drypto könnt. Das Problem ist, wir brauchen halt so Schilde. So Schilder, dass wir die einsperren können. Aber wenn der wegläuft, ist es vorbei. Da ist ein Gorgo. Okay. Ich würde nicht runterspringen wollen. Ja, ich weiß, dass irgendwo hier Max-Level ist. Aber nicht der. Wenn er mega cool ist. Deshalb lassen wir den auch schön in Ruhe. Im Zweifelsfalle können wir nämlich zählen. Ich mache jetzt einfach mal einen ganz mutigen Sprung hier runter. Ja, kann schwimmen. Also, dass er schwimmen kann, ist klar. Kann ja jeder, aber dass er da in dem Flachwasser schwimmen kann. So, 18 und 24. Okay, die taugen nichts. Da ist noch ein Gorgo. 150. Wäre interessant. Da ist ein Siamo. 42. Gorgo. 108. Frosch. Alpha Xeni Dingster. Was war das? Ach. Nicht den? Ja. Machen Sie denn da unten halt in der Erde? Was Sie hier machen, weiß ich. Gehen Sie bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Den würde ich ja schon gerne haben, da hinten, ne? Da ist ein Gorgo, da ist ein Gorgo. Welches Level ist der? Ich sehe ihn nicht. 102, ui. Jeez. Okay. Vielleicht nicht. Na, die overspawnen trotzdem noch hier so ein bisschen, finde ich. Aber es ist kein Vergleich zu dem, was ich vorher an Krista gesendet hatte. Das war krass. Nein, lass mich in Ruhe. So kannst gerne herkommen. Ich töte dich gern, kein Problem. Aber nicht im Wasser. Besser. 168er Out. Ich würde eigentlich gerne hier vorbei. Oh, das ist, nee, es gibt keine Karpfen hier. Ich muss ja leider hier lang. Da sind noch Siamos. Level 6. Wow. Spiel. Wow. Einfach ignorieren. Einfach wieder hier hoch. Und dann geht das. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich hier unten am Fluss einen Paxcup finde, aber anscheinend nicht. Und den Siamo da hinten gucken. Da ist ein Tyranno Titan. Den brauchen wir gar nicht gucken, den bouldert man. Aber welches Level habt ihr schon wieder? Langsam kannst du aber mal sterben, wie so eine Spinne, wenn er nach hinten fällt. Ich so Gänsehaut hier. So, sehr gut. Ja, Land, danke. Du bist Level 24, okay. Nevermind. Ja, du bist ganz gefährlich. Da ist ein Revenger, da sind mehrere natürlich. Nee. Leveltechnisch absolut unrelevant. Na, 24 war es, stimmt. Ist ja was.
Ich könnte mir einen von den Para-Dingsties rausfischen. 60, 18, 12, 24, 66, 18. Ja, vielleicht auch nicht. So, nochmal zum Dings. Du bist ein Tyrannotitan. Ja, ciao. Zum Gorgo. Aber kein Level, was mich interessiert. Du da hinten. Schon wieder ein scheiß Alpha. Du bist 54. Ist das auch nicht gerade leveltechnisch das Interessanteste der Welt? Ah, Mann. Hi. Ah, du hast schon einen Besuch. Okay, ich bin dann weg. Ciao, Rock Drake. War schön mit dir. Fuck. Ich mach mir hier unten ein kleines bisschen heller. So. Dann. Ich finde die Schatten sehr tief. Gorgo. 60. Nicht relevant. Affe. 12. Nicht relevant. Obwohl Affe zähmen auch, glaube ich, ziemlicher Abfuck ist. Ist halt nix. Traurigerweise. Nö, du bist irrelevant. Hier unten ist wieder einiges los, aber nichts mit dem, was ich wirklich haben würde. Ich würde sagen, wir beenden die Folge und in der nächsten... Oh, hier ist Metall, aber kann ich gerade nicht mitnehmen. Beenden die Folge und in der nächsten Folge gucken wir uns noch mal ein bisschen weiter in die Richtung da hinten um. Und vielleicht finden wir ja was, was wir gebrauchen können. Ich bedanke... Voll viele Alphas. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.